Bei mir ist jetzt die Parteipräsidentin von der CVP Kanton Solothurn, Frau Sandra Colli. Willkommen, danke, hat eine kurze Zeit genommen. Gerne, merci, dass ich kommen darf. Ja, gerne. Hier im Hintergrund sehen wir, es ist ja, noch ein bisschen verhalten die Stimmung hier im Wahlzentrum, eher eine ruhige Stimmung. Wie geht es euch innerlich? Also meine Stimmung innerlich ist deutlich aufgewühlter, weder als es so ein Medienzentrum ist. Aber im Moment sieht es gut aus für uns. Also Stand jetzt wäre unser Ständerat bereits wieder gewählt im ersten Wahlgang. Und den Nationalratssitz können wir auch verteidigen. Also von dem her sieht es gut aus. Aber es fehlen noch ein paar Gemeinden und vor allem auch noch grössere Gemeinden und Städte. Genau, die hat es angesprochen, die sind ja quasi in einem doppelten Rennen auch heute mit Ständerat und Nationalrat. Eben wie gesagt, der Pirmin Bischof ist wieder vorne weg bei den Ständeratsstimmen. Das ist sicher ein positives Zeichen für euch. Im Nationalrat habt ihr bei den letzten Wahlen zu den Verlierern gehört mit einem Sitz. Man muss aber vielleicht sagen, der Kanton Solothurn hat ja auch einen Nationalratssitz verloren dann. Insofern ist das mit dem auch sicher zusammengehangen. Jetzt sieht es aber so aus, als wäre der Sitz, den ihr habt, nicht in Gefahr. Nein, so wie es aussieht, ist der Sitz gesichert und da haben wir natürlich Freude. Aber mit dem haben wir ehrlich gesagt auch gerechnet und vor 4 Jahren, das ist ja so, der Kanton Solothurn hat dann aufgrund von der Bevölkerung einen Sitz generell verloren und leider haben wir dann den müssen abgeben. Das ist so. Für eure Wahl ist jetzt, also für die Wahl ist jetzt euer Ziel aber auch nicht gewesen, den Sitz wieder zurückzugewinnen, oder? Natürlich ist das immer das Ziel, aber wir sind auch so realistisch gewesen, dass wir jetzt müssen sagen, dass wir bei diesen Wahlen wahrscheinlich noch zu wenig Kraft haben, den wieder zurückzuholen. Aber natürlich peilen wir das immer an, das soll auch wieder das Ziel sein für die 4 Jahre, das ist ganz klar. Klar. Trotzdem, ich habe gehört, im Kanton Aargau, wo so ein bisschen als Trendmesser gilt, ist die CVP auch sehr gut dabei, deutet sich sogar ein Sitzgewinn an. Also, das heisst, die CVP ist wieder im Aufwind, kann man sagen. Das ist ja so und das freut mich auch. Und ich denke, das Volk hat erkannt, dass wir eine Partei sind, die eben Lösungen suchen. Und gerade mit unserem Thema von der Krankenkassenprämie, mit unserer Initiative, haben wir natürlich schon den Nerv der Bevölkerung getroffen, weil das ist und bleibt das Sorgenthema Nummer 1. Und ich denke, das haben jetzt die Wählerinnen und Wähler tatsächlich gemerkt. Und ich denke und hoffe, dass wir für das honoriert werden, doch. Dann danke ich vielmals für das Gespräch. Danke euch, merci vielmals, Stapfer. Gerne.